von mir. Servus Leute, hier ist wieder Dan28 mit Danemon. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Übrigens, es gibt erstmal eine ganz kurze Sache, bevor ich mit dem Video anfange, muss ich noch was sagen. Vielleicht ist die Videoqualität ein bisschen anders da, denn ich nehme diesmal mit einer komplett anderen Sache auf. Sonst immer mit meiner Handykamera. Eigentlich eher der Frontkamera meines Handys. Dieses Mal über meinen Laptop. Ich habe einen Laptop bekommen zu meinem Geburtstag. Und da kann ich tatsächlich Aufnahmen machen. Und es ist auch so, dass ab sofort einige meiner Videos über den Laptop aufgenommen werden und nicht mehr über das Handy. Weil ich finde es einfacher, so zu reden. Laptop ist einfach stabil. Und dann kann ich so machen. Ist einfacher als die ganze Zeit hier mit dem Handy zu wackeln. Weil ich denke, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber in meinen Videos, ob es vielleicht gewackelt hatte. Das weiß ich nämlich nicht, weil ich habe manchmal so zitternde Hände. So, wenn wir übrigens schon beim Thema sind. Das heutige Thema ist nämlich meine Meinung zu Smartphones. Geht es einfach um das Smartphone als Technologie, nicht irgendwie um irgendwelche Marken wie Samsung, Android oder sonst oder eben ich meine Samsung, iPhone oder sonst irgendwas, nein, sondern um das Smartphone als Technologie, das kleine in der Hand haltende Gerät. Übrigens, ja, ich habe hier so ein Monster Energy Ding passend zu meiner Kappe, die ich schon ein bisschen länger habe, jetzt aber mittlerweile aufgesetzt habe und nicht mehr meine Nike-Kappe. Ja. So, aber jetzt Schluss mit dem vielen Reden, sondern let's go. So, also meine Meinung zu Smartphones. Wo fange ich denn am besten an? Also ich habe eher eine schlechte Meinung zu Smartphones. Denn ich bin aber zu solcher Meinung, wer zum Beispiel sagt, ein Smartphone wird eines Tages einen PC ersetzen können. Nein. Also hier fängt schon mal an, wird es nicht. Ein PC wird immer besser sein als ein Smartphone. Und zwar wegen den Möglichkeiten. Fangen wir nämlich schon bei der ersten Sache an. Und zwar, das ist der Browser. In diesem Fall Google Chrome. Man kennt es doch. Du hast halt hier, kannst halt deine Sachen eingeben. In der Suchdings, ja, eigentlich wie am PC, nur eingeschränktere Benutzung. Klar, du hast halt dann, es ist halt die ganze Zeit nervig, die ganzen Webseiten und so, weil es halt eine andere Art ist. Und mich selbst nervt es dann die ganze Zeit, hier so zu machen, den Bildschirm vergrößern und so. Und man kann halt auch nicht richtig Sachen eintippen, immer. Zudem ist es so, für eine Sache, für eine einzige Webseite, wo ich eben am PC eine Webseite habe, nehmen wir zum Beispiel Facebook. Facebook, www.facebook.com am PC, Laptop, also so, kann ich ganz einfach nutzen. Einfach über den Browser, kann ich dann dort eben den Feed angucken, dann nach meinen Nachrichten, alles easy. So, am Handy. Ich öffne, also, was heißt ich öffne? Ich brauche dafür mehrere Apps. Ich brauche dafür dann die Facebook-App. Ja, aber wenn ich dann Nachrichten bekomme, dafür brauche ich dann die Messenger-App. Ansonsten geht es nicht. Und das ist doch blöd. Ich meine, da musst du dir mehrere Apps runterladen und je mehr Apps du auf dem Handy hast, desto mehr hält es irgendwann und der Akku geht irgendwann halt kaputt. Und was mir auch aufgefallen ist, als mein PC kaputt gegangen ist, ich hatte auf meinem Smartphone plötzlich zigtausende von Apps, um die Funktion meines PCs zu ersetzen. Ja, ich hatte dann zum Beispiel die YouTube Studio App, denn YouTube Studio kann ich natürlich nicht auf der YouTube App benutzen, brauche dafür eine eigene App. Ich kann zwar die Webseite benutzen, aber die ist dann wiederum am Handy ziemlich eingeschränkt und Benutzung ist wirklich nervend. Ja.
Und ich bin auch eigentlich da ganz offen, wäre mein PC nicht kaputt, ja, hätte ich mir auch kein neues Handy, Alexa, gekauft. Weil so unbedingt brauche ich kein Handy. So unbedingt brauche ich das nicht. Das heißt nicht, dass ich mein Handy hergeben werde oder so. Ich meine, ich habe da schon einige Kontakte drauf und so. Und das ist halt was anderes. Aber ich meine, ich benutze eher einen PC als oder einen Laptop als mein Handy. Es ist aber so, seitdem ich diesen Laptop hier habe, bin ich nicht mehr so oft an meinem Handy. Das ist übrigens wichtig für meine Kontakte, nämlich. Ich bin nicht mehr so oft am Handy. Naja, abends ein bisschen. Aber ich bin gerade eher am Laptop. Weil es für mich besser ist. Weil ich sag auch eigentlich, das Handy ist für mich negative Energie. Es ist für mich negative Energie. Es regt mich ja die ganze Zeit auf und so. Und es ist eher toxisch. Ich sag tatsächlich, für mich sind Smartphones toxisch. Es ist auch so, wenn ich solche rausgehe, nehme ich nicht immer mein Smartphone mit. Also meistens eigentlich, sogar nie. Ich nehme es eigentlich nie mit, wenn ich rausgehe. Weil wenn ich rausgehe, dann bin ich draußen. Das ist dann so meine Auszeit. Klar, ich weiß, ich habe schon mal Videos draußen gemacht. Aber natürlich mit dem Smartphone. Das war dann was anderes. Es kommt darauf an, wo ich halt rausgehe. Aber wenn ich einfach rausgehe, um einfach nur abzuschalten, das habe ich nämlich manchmal, dann nehme ich das Smartphone nicht mit. Da kann es vielleicht passieren, dass ich meine Musikbox mitnehme. Aber nicht mein Handy. Das bleibt dann hier. Oder wenn ich zum Beispiel zu einem Kumpel gehe, dann nehme ich es mit. Wenn ich jetzt aber nachts rausgehe, dann nehme ich es nicht mit. Weil ich dann einfach nur draußen chillen möchte. Oder wenn ich eigentlich, wenn ich fast generell einfach draußen gehe, ich nehme es nie wirklich mit. Weil es ist für mich negative Energie. Es ist halt für mich eine wirklich negative Energie, das Smartphone. Und es ist eher für mich mittlerweile, seitdem ich meinen Laptop habe, nur dafür da, dass ich meine Kontakte aufrechthalten kann und halt für meinen YouTube-Kanal. Mehr nicht. YouTube, also YouTube-Videos, schaue ich über den Laptop oder an der PS4. TikTok-Videos habe ich eigentlich auch schon lange nicht mehr angeschaut. Bin aktiv. Okay, noch ein bisschen Instagram-Feed durchgucken. Das mache ich auch noch am Handy. Aber ansonsten Laptop. Den ganzen Tag bin ich eigentlich so am Laptop und so, weil es einfach besser ist. So. Gibt es aber auch positive Dinge an Smartphones? Ja. Zum Beispiel, ich kann nicht den Laptop in den, hier in den, in die Arme nehmen und damit dann rausgehen. Das sieht dann auch bescheuert aus. Du kannst halt nicht dann rumlaufen mit dem Laptop. Mit dem Smartphone hingegen schon. Mit dem Smartphone, das kann ich einfach in die Hosentasche stecken und kann es dann einfach überall mitnehmen. Ja, dann kann ich so draußen hocken, kann dann, ja, Dinge machen, vielleicht irgendwas zocken, obwohl jetzt zocken eher nicht so. Weil Spiele machen den Akku kaputt. Ja. Und das einzige Spiel, das ich eigentlich großartig spiele, ist Roblox, was aber am Handy nicht geht. Aber das ist ein anderes. Das wäre ein anderes Video wert. So. Dann natürlich die andere Sache ist, anders als zum Beispiel ein einfaches Handy, man kennt auch diese alten Klappdinger, wo man diese Tasten so hat und so, finde ich natürlich ein Smartphone viel weiter als eben so ein einfaches Handy, weil ein Handy war nur dafür Kontakte. Mit dem Smartphone hast du eigentlich einen tragbaren PC, nur eben in eingeschränktem Format. Also im Gegensatz zu einem PC ist ein Smartphone eingeschränkt. Ja. Es gibt auch viele Dinge, die du nicht benutzen kannst. Klar. Weil es halt nicht alles, du brauchst halt für alles eine App. Ohne Apps geht gar nichts. Ich kann so nicht sagen, ja, guck mal, beim PC brauchst du auch für alles irgendwie eine App. Guck mal hier, deine Aufnahme ist gerade über eine Kamera-App. Das stimmt. Aber ich brauche nicht für jede kleine Sache eine App. Zum Beispiel WhatsApp am PC. www.whatsapp.web. Webseite.
Facebook, www.facebook.com, Webseite. Das geht mit allem. YouTube.com, TikTok.com, Instagram.com, alles Webseite. Und ohne App. Ihr braucht dafür keine Apps auf dem Laptop oder auf dem PC. Nein, sondern einfach die Internetseiten. Das geht. Aber am Handy brauche ich dafür für alles eine App. Oder natürlich eingeschränkte Nutzung. Das ist aber dann nervig, weil du dann die ganze Zeit dann hin und her scrollst und dann ist es einfach bescheuert. Ja, also deshalb sage ich euch, wenn ihr irgendwie Browser und so benutzen wollt und eher Internet, dann holt euch einen Laptop oder einen PC. Weil mit dem Smartphone habt ihr echt eine eingeschränkte Nutzung. Also ich bin auch ganz offen, als mein PC kaputt gegangen ist. Am Anfang habe ich meinen Verstand verloren. Warum am Anfang und nicht am Ende? Ganz einfach, weil irgendwann habe ich auf andere Dinge geschaut. Ich bin dann eben dann irgendwann rausgegangen. Ich war eigentlich fast nur noch draußen. Klar, jetzt habe ich einen Laptop und ich bin gar nicht mehr draußen. Aber das ist ein anderes Thema. So, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei der Endemaus. Übrigens, wenn ihr eine Idee habt, was ich als nächstes meine Meinung sagen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht nehme ich eure Idee und mache es im nächsten Video.